Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Don't Starve. Ja, was haben wir denn in der letzten Episode gemacht? In der letzten Episode haben wir... Achso, ich werde erstmal hier was kochen. Packen wir mal das rein und... Man kann hier auch Stöcker kochen. Und zwei davon und... Achso. Und einmal Seeds und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, wir kochen einfach random Zeug. Ja, in der letzten Episode haben wir ganz viel Kot gesammelt. Und davon werde ich jetzt hier noch ein paar von diesen Grasbüscheln fertilisen, damit wir hier eben 10 oder so von diesen Grasbüscheln haben, die nachwachsen. Circa so eine Reihe. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Dann werde ich den Rest jetzt hier auf die Büsche verteilen, bis das alles weg ist. Dann haben wir echt mal super viel Essen. Dann haben wir Stöcke in der Nähe unseres Lagers, dann haben wir Essen in der Nähe unseres Lagers und das Gras. Das heißt, wir haben die wichtigsten Sachen alle in Reichweite unseres Lagers. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Das heißt, wir werden in der Zukunft wenig Probleme haben mit Essen. So, dann esse ich mal die Fleischbällchen hier. Und wow, die haben verdammt viel geheilt. Das war echt eine Riesenmenge. Ich habe den überhaupt nicht getroffen. Warum kommt hier Kampfmusik? Betrug. So. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich so wirklich anstellen soll. Ach, ich habe hier noch zwei Poop im Storage gehabt. Dann kann ich die letzten zwei auch noch, die zwei hier auch noch düngen. Dann habe ich jetzt hier circa 40, 50 Büsche mit Beeren. Das heißt, oh, guck mal, was haben wir denn hier gekocht? Einen Dragon Pie. Das ist natürlich super. Ich muss mal sagen, ich habe keine Ahnung von den Rezepten. Aber ich scheine wohl zufälligerweise ab und an mal was Gutes zu erwischen dabei. So, dann machen wir erstmal unser Inventar leer mit dem ganzen Zeug, das wir nicht brauchen. Packen das mal hier rein. Also das Kurz sollten wir einpflanzen irgendwo. Wie wäre es mit hier so? Wunderbar. Das packen wir alles hier rein. Ich muss erstmal denken, ja. So, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht so wirklich, was ich jetzt machen soll. Ich wollte mal wieder zu dem Vogel da drüben gehen und nochmal versuchen, mir so ein Ei zu machen. Dann werden wir das mal versuchen, uns nochmal so ein Ei zu machen bei dem Vogel da drüben. Da werde ich den Vogel töten, dafür bekomme ich ja, glaube ich, zwei Fleisch. Und das Einzige, was mich so wirklich stört an Willow, ist, wir können uns kein Meat-Effigy machen, weil wir keine Barthaare bekommen. Das heißt, ich sollte auch irgendwann mal in der Zukunft Spinnen töten. Für, ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich hier unter Survival. Ne, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Jedenfalls kann man sich irgendwie ein Zelt bauen in diesem Spiel. Und mit diesem Zelt kann man den Charakter wechseln. Und ich würde dann ganz gern auf Wilson irgendwann mal wechseln im Verlauf des Spieles. Also ich höre hier schon die Spinnen. Will mal wissen. Ich frage mich, warum ich die höre, wenn sich keine davon bewegt. Das ist seltsam. Ich verstehe es nicht. Oh, guck mal hier, der Vogel. Den werden wir töten. Um dann sein Ei zu klauen. Das wollte ich sowieso schon länger mal wieder machen. Dafür hätte ich mir eigentlich auch eine Waffe mitnehmen können, wenn ich eh weiß, dass ich nur hierher laufe. Aber, naja, habe ich nicht gemacht. Aber hat ja auch so ganz gut funktioniert. Und wir können hier auch erstmal unsere Flints wieder aufleveln oder auffüllen. So, dann schnappen wir uns dieses Ei. Ich wollte nämlich mal dieses Ei ausbrüten. Beim letzten Mal habe ich es ja aus Versehen aufgegessen. Ich werde jetzt besser aufpassen auf mein Ei. Und ich werde mir auch, glaube ich, mal eine Schweinearmee bald machen. Also ich habe jetzt zwei Fleisch. Ich werde versuchen, die aufzuheben. Und mir dann vielleicht ein kleines... ein kleines Schweineteam zusammenstellen von Experten-Schweinen, um ein paar Spinnen zu töten. Vielleicht die da zum Beispiel, da hinten, könnten wir mal hochnehmen mit dem Team Schwein. Und das hätte dann zumindest den Vorteil, dass wir schon mal ein paar Spinnennetze bekommen. Ich brauche außerdem Erfahrungspunkte. Dafür könnte ich so ein paar Stöcker ausbuddeln. Werde ich auch machen, denke ich. Also Stöcker haben wir echt genug. Momentan und auch in der Nähe genug und man findet davon auch Tausende. Deswegen werde ich mir hier ein paar Stöcke ausgraben und die dann als
Erfahrungspunkte missbrauchen. Aber da der Tag schon wieder fast rum ist, wird das wohl nicht mehr heute passieren. So wie es aussieht. Dann gucken wir mal, vielleicht ist das Zeug schon gewachsen. Nee, das dauert noch. Wir haben das ja auch nicht gedüngt, das weiß ich zwar, aber hätte ja trotzdem wachsen können. So, zwei Fleisch haben wir schon mal. Die lagern wir mal zwischen und wir haben ja auch einen leckeren Dragon Pie. Das heißt, und unsere Bären, vielleicht wachsen die ja heute schon. Nee, da ist so nichts gewachsen. So, dann nehmen wir mal ein paar Stöcker, um hier zu heizen. Oder mache ich mir schon mal eine Schaufel für den nächsten Tag bereit. Hier, die billige Schaufel muss reichen. Apropos billige Schaufel, habe ich nicht noch... dachte, ich hätte eigentlich noch Gold gehabt. Aber, ach, ich habe noch Gold. Okay. Dann will ich jetzt auch mal gucken. Ja, erstmal. Genau, das Ei hierher legen. Ist das nah genug? Okay, cool. Das fängt also an. So, was ich wissen wollte. Irgendwo kann man ja ein Zelt bauen. Ist es hier unter Magic? Nee, Amulett. Panflöte. Survival vielleicht. Ja, hier ein Zelt. Das kostet, wie man sieht hier, 15 Seide. Und das ist gar nicht so einfach zu erreichen, 15 Seide. Das könnt ihr mir glauben. Dafür müssen wir einen Sack voll Spinnen eben töten. Aber das wäre es, glaube ich, echt wert, damit wir an Meat Effigy rankommen. So, dann gucke ich mal auch, was wir noch alles nicht erforscht haben. Das müsste eigentlich eine Menge sein. So, schauen wir doch mal. Okay, hier haben wir alles. Feuer haben wir alles. Survival fehlt uns eben das Zelt. Das heißt, wir brauchen 200 Punkte. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Also momentan 200, 400, 600 und dann 700, 800, 900, 1100, 1300 und das Ding noch. Dann wären wir bei 1500. Glaube ich. Ja, ich brauche also 1500 Erfahrung. Das heißt, wir werden einen Haufen Tricks sammeln gleich. Und ich könnte eigentlich irgendwas kochen. Ach so, und wir müssen auch mal was essen. Da können wir zumindest schon mal ein paar Samen kochen. Und durch Kochen werden die Sachen wieder voll aufgefüllt. Ich könnte auch einfach meinen Drachenkuchen essen. Wow, der hat auch ultra viel geheilt. Also wir sind wieder komplett voll quasi. Das ist natürlich auch gut zu wissen. So, da müssen wir gleich auf das kleine Ei aufpassen, dass das nicht wieder Faxen macht. Und einfach zerstört wird. Und danach werde ich dann, wie gesagt, Stöcker sammeln. Ganz viele. Uns reichen die wir hier haben, vorerst mal. Man braucht ja eigentlich nicht so viele davon. Und die Stöcker werden wir dann der Maschine füttern. Die geben 20 Experience pro. Das heißt, wir brauchen ungefähr 70 Stück oder so davon. Dann können wir alles erforschen, das es zu erforschen gibt, vorerst. Und das sollte doch ein guter Plan sein für diese Episode. Also wir haben uns in den letzten paar Parts ja... Okay, so, dann werde ich das Ei mitnehmen tagsüber. Vielleicht muss man davon das auch nicht aus der Hand legen oder so. Letztes Mal hat das ja nicht so doll geklappt, was wir da gemacht haben mit dem Ei. So, das werden wir erstmal hier reinpacken. Und dann ist jetzt, wie gesagt, mein Plan, hier alle möglichen Stöcker einzusammeln, die man einsammeln kann. Und damit wir eben alles erforschen können. In den nächsten paar Parts werde ich dann weiterhin versuchen, das Tailbird Egg zu hatchen, falls das irgendwie funktioniert. Das sollte eigentlich ziemlich cool sein. Ansonsten habe ich eigentlich... Ach so, ja genau. Und irgendwann will ich auch mal versuchen, mich an die Bienen ranzumachen. Man kann ja Bienen irgendwie als so eine Art Bienenfarm aufmachen. Und da kann man die Bienen irgendwie als Waffe einsetzen gegen Gegner. Und man kann die Bienen auch für Honig erfarmen oder sowas. Ich habe mich da noch nicht so wirklich informiert. Ich weiß nur, dass es eben Bienen gibt und dass man die irgendwie nutzen kann. Deshalb dachte ich, wäre das eine tolle Idee. Da unten ist irgendwo ein Stock. Okay, da sehe ich ihn schon. Ja, der Tag heute wird etwas langweilig werden, weil ich einfach nur die Stöcke einsammle, leider. Aber ich kann ja erzählen, wie gesagt, ich habe vor, die Bienen zu machen. Ich habe außerdem vor, es gibt noch neue Waffen eben, also irgendwie diesen Feuerdart zum Beispiel, das ist eine Art Waffe, die es gibt. Da gibt es so einen Einschläferungsdart, mit dem man tolle Sachen machen kann.
Und dann, man kann ja eben noch die Schweine anheuern. Es gibt einen Haufen Zeug, das man noch machen kann in diesem Spiel. Das mich auch sehr interessiert. Das ist noch sehr viele Sachen, die ich nicht herausgefunden habe. Und wie gesagt, ein Hauptziel noch ist eben Meat Effigy zu bauen, damit wir uns reviven können. Das heißt, nachdem ich das mit den Stöckern alles gemacht habe, werde ich versuchen, mir eine Schweinearmee zusammenzubauen. Von 5-6 Schweinen oder so. Und dann werde ich mal ein paar Spinnen töten gehen. Und hoffen, dass die Spinnen nicht mich töten. Das ist so erstmal der Plan für jetzt. Achso, ich weiß überhaupt nicht, was für eine Mondphase mal wieder ist. Das heißt, ich sollte den Schweinen nicht zu nahe kommen, wenn es dunkel wird. Das könnte böse ausgehen. Sehr böse sogar. Oh, guck mal, hier haben wir ein Schwein. Das könnten wir sogar gerade töten. Ich glaube, das ist hier alleine. Oh, guck mal, hier ist sogar noch ein Seide. Ja, ich hab Fleisch. Guck mal her, Schwein, ich hab Fleisch. Ganz viel Fleisch habe ich. Ups. Naja. Hat ihn wohl nicht so gestört, dass ich ihn töten wollte. Er greift mich zumindest nicht an. Naja, egal. Wie auch immer. Ich wusste gar nicht, dass Schweine jetzt Angst vor mir haben. Ach, da ist der eine Typ, der hier so ein einzelnes Haus hat, mitten im Gebälk. Ich würde ihn gern töten, aber der versteckt sich da wunderbar hinter den Bäumen eben. Naja. Wenn ich ihn halt einmal treffe, dann könnte ich ihn halt komplett töten, aber so rum gehört sich die Karte. Das ist echt schrecklich mit der Karte. Ich hoffe, dass sie das noch irgendwie verbessern, dass man die Karte leichter oder sinnvoller drehen kann. Das ist nämlich sehr nervig. Und ansonsten wünsche ich mir nach wie vor, dass man die Schaufel, dass man da nicht alle, ups, die Schaufel ist gerade weg, dass man nicht alle 2 Sekunden diesen grünen Rahmen angezeigt bekommt. Den finde ich auch ziemlich nervig, wenn man das mal so sagen darf. Ich würde dich so gern töten, Schwein, aber du versteckst dich. Okay, ja. Jetzt habe ich ihn quasi getötet. Das ist auf jeden Fall supi. Ein mehr Schwein, ein mehr Fleisch gleich. Dann kann ich mir gleich eine größere Schweinearmee machen. Und da der hier alleine eben wohnt, kann man den eigentlich alle Tage mal töten. Das hat ja eigentlich keinerlei Nachteile, den zu töten. Keine größeren Nachteile zumindest. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Also was soll schon groß passieren? Sofern uns dann nicht alle Schweine angreifen, greifen uns ja eben nur an, wenn sie es sehen, beziehungsweise wenn sie in der Nähe sind. Ich weiß nicht, ob sie es direkt sehen müssen, aber ich bin ja hier komplett alleine und ich sehe hier kein Schwein. Ha, das war ein super Witz, ne? Kein Schwein und so wegen, weil es ja Schweine sind, ne? Habt ihr schon verstanden? Ja, man sieht hier kein Schwein, das fand ich gerade ziemlich lustig irgendwie. Naja, und dann haben wir mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel wir da gesammelt haben. Ich glaube, eins gibt 20. Dann haben wir 20, 40, einen Haufen. 200, 800, irgendwie einen Haufen Erfahrung, was ich dann gleich bekommen werde, wenn man diese Saplings in die Maschine klopft. Dann werde ich auf jeden Fall als allererstes das Zelt erforschen und danach weiß ich noch gar nicht. Es gibt so viele Sachen, vor allem die Hüte will ich machen alle. Auch weil es da sehr viele interessante Hüte gibt, vor allem der Beekeeper-Hat natürlich ist interessant für mich. Da wir ja Bienen sammeln wollen. So, Nacht kommt, wir brauchen Feuer. Ja, ja, ich weiß. Und wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht zu nah an den Schweinen gleich sind, wenn es Nacht wird. Dann hat sich der Tag hier eigentlich schon mal wieder super gelohnt. Wir werden auf jeden Fall einen Sack voll Erfahrung bekommen. Also richtig viel Erfahrung. Essen haben wir nicht so viel bekommen, aber es ist auch nicht so wild. Essen wir das erstmal. So, ich gehe dann mal zurück. Hier ist noch irgendwo ein Stock. Ich sehe ihn aber gerade nicht. Doch, hier ist er. Dann graben wir den auch noch aus, damit die Karte dann sehr leer aussieht. Und es wird echt dunkel gerade. Und wir haben jetzt hier sehr viel, das wir als Feuerholz verwenden können. Was ist denn das für eine komische Frucht? Ich habe ehrlich gesagt keinerlei Ahnung. Aber ich werde es gleich angucken. Und man sieht halt, wir bekommen 20 pro dieses Teil, das wir hier reinklopfen. Damit können wir jetzt schon super viel erforschen. Aber ich will als allererstes mal wissen, was das hier ist. Das sieht auf jeden Fall extrem seltsam aus. Eine Pomegranate? Was? Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch ist.
Ich hab auch kein. Also sieht auch ziemlich seltsam aus. So, kochen wir die mal. Also, okay. Ja, okay, dann kochen wir mal die Pomegranate. Und jetzt haben wir eine Sliced Pomegranate und die packen wir mal in den Kochtopf. Zusammen mit zwei Seeds. Oder ich mache lieber mal zwei Stöcke und nur ein Seed. Kann man den wieder rausholen? Ja, kann man. Und kocht das mal. Also zusammen mit den Stöckern kochen. Da kommt teilweise ziemlich gute Sachen raus. Teilweise wird es aber auch ziemlicher Mist, leider. So, dann legen wir wieder unser Ei hier hin. Ich hoffe, das ist nah genug dran am Feuer. Das tanzt auf jeden Fall unser Ei. Dann packen wir hier das mehr Fleisch rein. Und mehr Erfahrungspunkte in die zweiten Maschinen. Ich hoffe, das schaffe ich noch in der Nacht. So. Füttern wir erstmal die Maschinen. Und dann, ich habe da gerade eine Eule gehört. Und da sieht man schon, diese Teile geben einfach so viel Erfahrung. Das ist fast schon zu viel, was die Teile geben. Vielleicht gehört das ein bisschen gefixt. Also ich kann halt mir... Ich habe mir halt jetzt innerhalb eines Tages 1000 Erfahrungen oder sowas zusammengefarmt. Mit diesen Stöckerteilen. Ist auf jeden Fall eine Menge. So, dann erforschen wir erstmal das Zelt. Dann will ich auf jeden Fall die ganzen Hüte und so weiter. Aber das werde ich dann im nächsten Part machen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir rausfinden, was wir da gekocht haben, Tolles. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.